Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück zum Minecraft Season. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen Gifty. Hey ho. Hi. Das war Steve. Kimski und Willi, die Kackbratze. Hi. Redest du gerade von dir selbst, dann stimme ich dir zu. Ich habe Willi die Kackbratze gesagt. Also ich weiß nicht. Nee, du bist ja die Kackbratze. So. Das widerspricht sich ja. Aber egal, Kimski und ich haben ein Ziel. Das stimmt. Endlich gestehen sich ihre Liebe ein. Nein, wir farmen Eisen. Dafür packe ich mir mal ein bisschen Granit ein. Wir brauchen den Eisen. Wir wollen was richtig Cooles machen. Okay, wir verraten also, nicht, was wir machen. Was. Ich weiß schon was. Weißt du gar nicht? Nein, weißt du nicht. Wollen wir wetten? Was wollen wir denn machen? Was mit Schienen? Ich glaube, er war dabei, dass wir uns mal drüber unterhalten haben, so gestern. Nee, wenn ihr sagt, ihr braucht eine Menge Eisen, gibt's nur eine Sache. André. Ja, also die Leute, die mir gerade zugucken, die sehen schon, dass ich angefangen habe, aus Versehen. Schweigab. Ja, das war aus Versehen. Aber ihr seht jetzt, wie ich gerade noch ein paar... Ich habe meine Weston liegen lassen. Noch ein paar Booster-Schienen schon mal anfange. Kipski, wie du rüstest dich wahrscheinlich gerade noch ein bisschen aus, oder? Nice. Ich rüste mich gerade aus. Ich habe 6 Booster-Schienen herstellen können, dann habe ich 16 normale Schienen schon. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Gold. Also Gold und Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Habe ich noch Eisenspitzhacken? Das kommt da rein. Ja, ich bin auch gerade in meiner Höhle, weil ich immer noch Dias brauche für den Enchantment Table. Okay, ich habe keine Eisenspitzhacken mehr, das ist... Traurig. Du kommst da... Ja, mein letztes Eisen habe ich Steve gegeben, ja. Nee, ich habe noch... Ja, dafür habe ich ihm Essen gegeben, was überlebenswichtig ist. Ich wollte ihn aus dem Nether-Portal retten. Du hast mir Essen gegeben? Ja, hast du aber nicht... Ich habe ihn aus dem Nether-Portal geholt, also... Nein, er hat es selber rausgefunden. Psst. So. Und hast du mir denn Essen gegeben? Achso, genau, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich bin umgezogen. Quasi von meinem Berg ganz... Umgezogen. Ja, ich bin quasi von ganz oben einfach runtergezogen. Mein Bett steht jetzt Endlich hier. Endlich ist er weg. Meine Farm ist jetzt auch hier. Eher vertreten. Scheiße. Du bist gar nicht da, Willi. Halt die Fresse. So, dann... Gold. Ach, ganz Farbe. Viel Gold. Was suche ich nicht? Farbe, dich brauche ich noch. So, dann kann ich mein Bett ja neu färben. Okay, man darf Rüstungszahlen anscheinend nur aufnehmen, wenn man nichts unten drin hat. Ja. So ist neu. Also ich darf unten quasi... Ich muss immer ein leeres Feld haben. Okay. Ich bin noch voller. Was mit Frau Holle? Ich hab nur geguckt, ob ich Wolle habe, aber ich hab so viel Wolle, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Meinst du Wolle, wirklich Wolle, oder meinst du... Wolle. Ja. Halt Wolle. Wer hätte ja auch sein können, dass du einen Teppich meinst oder so. Nee, Teppich habe ich auch da, aber... naja. Mann, fest Tobi. So, genau, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf Kimski. Ich packe mir noch ein bisschen Essen ein. So, wo kann man Wolle färben? Und was nehme ich denn noch mit? Brot nehme ich mit. Nee, ist doch kein Brot. Ich habe noch kein Brot gebacken. Leute. Das ist traurig. Ja, dafür habe ich einen Kuchen gebacken. Genau, Leute, ich habe Kuchen. Ja. Da war der Kuchen. Deine Kuchensucht. Da ist Kuchen. Giftiges Kekse waren mir nicht groß genug. Ich brauche ja was, wovon ich ein bisschen satt werde. Also habe ich schon ganz Kuchen gemacht. Ja, Brot backen. So, dann kann ich das wieder ablegen. Stöcker brauche ich gerade aktuell auch nicht. Genau. Auch eine Lore habe ich schon hergestellt. Werkzeug nehme ich ein bisschen mit. Ich nehme Brot mit.
Wollen wir nochmal schlafen gehen? Es ist nämlich gerade Nacht draußen. Bin in meiner Höhle. Auch ewig ist mir egal. Okay, Gifty geht mir auch egal. Höhle erkunden. Das heißt, Leute, ihr müsst euch diesmal entscheiden, was spannender ist. Ich glaube, die ersten Minuten, da werde Kimchi und ich uns ausrüsten, ist nicht ganz so interessant. Bei mir ist auch nicht so. Ich bin auf der Suche nach Dias immer noch. Ja, Dias sind toll. Ich hätte auch gerne mehr. Ja, ich brauche welche für den Enchantment Table. Eine Spinne. Kimchi, ja, wollen wir eigentlich abfahren, die Höhle direkt unter meinem Haus weiter erkunden? Oder wo hast du Bock? Oder hast du Bock, eine andere zu erkunden? Mir ist egal, was wir erkunden. Mir auch. Ich sehe die Spinne bei dir. Ja, ich muss bald auch Sand farmen. Die gehe ich töten. Muss ihr beide Sand farmen? Was willst du mit Sand? Glas? Ich brauche Glas für Flaschen, damit ich Tränke herstellen kann. Ach stimmt, unser Giftmischer ist ja wieder aktiv. So. Ja, Zutaten habe ich schon, soweit es geht. Mein Charakter hat natürlich direkt instant Hunger. Und dieser die Menschen leben. Ja, immer. Vor einem großen Abenteuer muss man halt essen. So. Papier muss immer essen. Das ist wahr. Wir sehen auch nur essen. Du siehst mich gar nicht. So, ich gehe jetzt erstmal zu Filmski. Töte die Spinne hier. Dann war hier nicht mehr Eisen. So, Spinne tot. Ich brauche Dreck. Sagt der Richtige. Ich habe wieder zweimal Faden. Ich könnte mir theoretisch jetzt mal Bogen herstellen, auch wenn ich nicht mit Bogen spiele. Haha, was für ein Lappen. Hier ist ein Slenderman. Und ein Creeper. Slenderman. Ein Enderman. Kein Slenderman. Mal so schwarze Kreatur. Er gibt wieder das Blut von mehreren Creepern. Ist das ein Slenderman? Alter. Alles klar. In Minecraft der Slenderman. Neueste Mod ever. Ja. Ich habe die Explosion gehört. Aber ich habe eine Lohnroute für dich. Aber er hat irgendwas Schönes gedroppt. Ich guck mal, was das war. André gibt sie mir. André braucht sie eh nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Doch, warte, Steve, bist du mit dir zu Hause? Noch nicht. Okay. Kipschke, wollen wir den schwarzen Dude auch töten? Alles klar. Bräuchten wir. Wir bräuchten eh einen Napern, also macht mal. Wo ist er hin? Wenn ihr mal einen findet. Ja, einer ist bei mir, aber der ist gerade verschwunden. Ich habe ihn geschlagen und der ist weg. Ja, der portet sich auch. Der müsste euch aber eigentlich angreifen nach dem. Er ist abgehauen. Er ist abgehauen, er ist geflohen. Ja, er ist geflohen. Was für ein Lappen, aber ich habe hinter dem Baum noch einen Creeper gesehen. Wo ist er? Also ich hab ihn gerade gehört. Ja, ich höre ihn die ganze Zeit. Also es wäre echt geil, wenn ihr ihn tötet und eine Enderperle vielleicht bekommen würdet. Wir geben uns Mühe. Das wäre sehr hilfreich. Sagen wir es eher so. Ja, oder wir finden halt ein fertiges Enderportal. Also ich höre ihn nicht mehr. Ja, aber André, um ein Enderportal. Doch, wenn du weiter hier kommst, hast du ihn. Ich hab ihn. André, um das Enderportal zu finden, brauchen wir trotzdem Enderaugen. Sorry, ich glaube nicht, dass wir über eine Karte laufen und. Bei mir ist er. Er ist tot. Er ist tot. Er hatte nichts. Hab ich auch gar nicht eben gehört, ey. Hat man, glaube ich, über die ganzen Map gehört. Nee, ich habe eben wirklich das Geräusch von dem sterbenden Enderman eben von jemandem gehört, ey. Ja, meine so, Kipschki, ist das Tag, gehört. Wir können los. Ich muss mich jetzt erstmal heilen. Okay, mach mal. Oh, Karotten. Eine Kuh. Essen. Ach, du hast immer noch kein Essen? Ich hoffe, dass Sima Brot reicht. Ich wurde geschossen. Ja, aus deinem Zoo raus. Das ist Skelett gespawnt. André, weg da. Lass mich den doch töten. Ja, jetzt kannst du hingehen. Der versteckt sich gerade bei meinen Tieren.
Ich wollte mit meinem Dreizack abwerfen. Okay, er ist tot. Du hast einen Dreizack? Ja, oh, ich hab drei Stück. Nice. Du kriegst keinen. Will ich auch nicht. Was ist denn das da für eine Blockhütte? Das ist, glaube ich, Willis. Was lässt das über mein Haus? Um Gottes Willen. So, André, wo gehen wir jetzt hin? Wo waren wir denn noch nicht? Du bist der Typ mit den Karten. Ich würde sagen, wir gehen Richtung da lang. Ich habe keine Karte dabei, ja. Okay. Wir gehen an Willis Haus vorbei, damit ich das nochmal auslachen kann. Warum sollte ich eine Karte mitnehmen, André? Ich meinte, du bist der Kartendude, weil du hast deine Karte so ein bisschen ausgefüllt manchmal. Nicht so wie. Nein, ich habe die nie dabei gehabt. Okay, ich möchte sagen, ich habe eine Karte. Ich habe zwei Karten, nur mal so zur Info. Ja, vielleicht hast du eine von mir. Wo steht da eigentlich drauf? Wir sollten vielleicht nicht kreuz und quer laufen. Ich bin nur gerade ausgelaufen. Fast. Das nennst du geradeaus? Ich sagte fast. So. Vor allem, wieso? Meine Frage, erste Frage, weil wieso gehen wir nicht einfach in dein Haus? Wieso laufen wir jetzt irgendwo hin? Ja, okay, wir gehen in mein Haus. Um eine Höhle zu erkunden. Wir gehen in mein Haus, ist okay. Oh, es regeneriert schneller. Ich hab dich ja gefragt, wo du hin willst. Nee, André, wir suchen eine Höhle. Wir wollen eine Höhle finden. Wir wollen eine Höhle ausbauen, wie auch immer. Wir wollen Eisen finden. Warum rennen wir irgendwo hin und nicht bei einem von unseren Leuten? Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir meine Höhle ausbauen, weil dann kann ich auch mal in Ruhe schlafen, ohne dass jedes Mal kommt. Du kannst nicht schlafen, wenn Motzen in der Nähe sind. Wenn man Netherrack brennt. Was? Was man bekommt, wenn man Netherrack brennt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe rausgekriegt, wie du glatt einen Stein kriegst. Ich brenne jetzt Netherrack. Fucking hell! Hier ist ein scheiß Skelett-Spawn. Dann kriegst du Nether-Ziegel. Ich habe auch irgendwo ich habe auch gerade Skelett gehört. Gifty wird sterben. Skelett-Spawner, fucking hell. Oh, das ist nicht gut. Nee, brauchst du eventuell Unterstützung? So, Gifty, dann komm mal mit. Ich glaube nicht, dass du zu mir findest. Ja, das glaube ich auch, aber ich kann ja wenigstens meine Hilfe anbieten. Ja, okay, ich bin hinter meinem Haus. Hier gehen wir weiter in den geheimen Keller. Na, oder das kleine Teilchen ist ein, Ich will jetzt nicht die ganze Folge einfach nur hin und her rennen. Lass jetzt einfach hier weiterkunden. Links oder rechts? Links. Da ist ein Höhleneingang. Ein großer, wo es tief runter geht. Nein, ich komm doch hier wieder zurück. Also da geht's wirklich nur gerade runter erstmal. Ich glaube, wir sind in so einer kleinen Treppe. Toll. Ne, hier geht's weiter runter, Kipschki. Ja, warte kurz, ich farm hier die Kohle. Achso. Nimm alles mit. Okay. Machen wir hier nochmal ein bisschen Licht. Ich sollte mich erstmal voll regenerieren, ey. Bevor ich die ganzen Skelette angreife. So. Das schneller, heil dich schneller. Ich höre hier auch ein Skelett. Okay. Ich höre nicht. Kipschki, wir warten. Yo! 5 Skelette! Du verarschen! Achso, okay. Guck mal, hier rechts ist ganz dunkel. Ja. Ach, guck mal, instant Eisen gefunden. Und Kohle. Alter, sind hier viele Skelette. Ist jetzt erstmal noch mit einer alten Holzspitzhacke und so verballern. Hast du sie getötet, Gift, hier, oder bist du gestorben? Ich habe bis jetzt 6 Skelette von den ganzen gekillt. Ich probiere gerade den Spawn abzubauen. Okay. Also den Spawn Point. Oder wollen wir eine Monster Farm machen? Mit Skeletten? Nee. Dann setze ich da nur eine Packe drauf. Aber für Knochenmehl an sich wäre es ganz praktisch, oder? Ja, dann mach es mir egal. Anstatt du.
André, über dir? Sorry. Kein Problem. Ich hatte nur Angst, dass es ein Monster ist. Monster über dir. Ja, wer weiß, was hier alles über mir auftaucht. Oh, ein Leben. Hab's geschafft. Ah, kriegt noch nicht mal viel. Hat noch nicht mal ordentlich was gebracht. Heu, verrottetes Fleisch, Lohnsamen, Eisenrüstung für ein Pferd. Ja. Nicht schlecht. Ein paar Knochen, ein paar Pfeile. Und wir haben jetzt einen Skelett-Spawner. Müssen wir nur dran denken. Nicht mehr. Ja. Vielleicht sind unsere Fans ja auch nett und erinnern uns. So, ich habe ganz viele Fucking da eingestellt. Also man kann es nicht verfehlen. Aber Leute, das war's mit meiner Folge. Hast du 15 Minuten Timer gestellt? Ja. Okay. Mann, André! Ich stand hinter dir, du drehst dich um und scheuerst mir ein paar. Was heißt die, Mann, André? Ich bin hier runtergesprungen, bin hier abbauen und du stehst da. So Leute, auf Wiedersehen. Mit dem Slap von Kimski verabschiede ich mich und gehe weinen. Tschüss. Tschüss. Ciao.